Das ist Atlas. Wir haben uns hier in der Atlas-Redaktion deshalb gefragt, warum ist die Schweiz eigentlich so unglaublich reich? Warum haben junge Irakis die Hoffnung verloren? Was ist da los im Golf von Guinea? Wieso wollen trotzdem alle Kriminellen nach Dubai? Warum reden wir hier bitte über Michael Jacksons Handschuh? Wir zeigen euch, was auf der Welt gerade wichtig ist. Gehen dafür auch in Ländern, von denen man sonst in den Nachrichten eher nicht so häufig hört. In der neuesten Folge von Atlas sprechen wir über die brutale Diktatur in Eritrea. Die autonome Republik Tschetschenien. Turkmenistan. Von Äquatorialguinea, ein kleines Land an der Westküste Afrikas. Das Sultanat Brunei. Aber jetzt ab nach Island. Wir gucken hinter den Vorhang. Dafür arbeiten wir mit dem gesamten Netzwerk von ARD-Korrespondenten und Korrespondentinnen zusammen. Ich stehe hier gerade am Pool des Präsidentenpalastes und die Stimmung ist so eine Mischung aus Revolution und Party. Insofern sind die meisten Briten, mit denen man hier im Moment spricht, ziemlich resigniert. Es gibt Dörfer, in denen gibt es überhaupt keine Arbeit. Da wohnen ganze Familien, die von der Rente der Großeltern leben. Und sprechen mit den Menschen vor Ort. Das ist für mich echt so cool. Ni siquiera nos da posibilidades a interpretar. On n'est pas des sous-citoyens, on n'est pas des gens de seconde. Ich heiße Tesnim Kadiri. Ich bin Dompal Mulama. Schön, dass ihr es geschafft habt.